Ich beantworte eure Fragen Nummer 3. Lohnen sich exogene Ketone? Ich möchte dieses gerne möglichst wenig wissenschaftlich halten und versuche es möglichst einfach darzustellen, weil das Thema schon sehr speziell ist. Was sind exogene Ketone? Exogene Ketone sind die sogenannten Beta-Hydroxybutyrate. Das bedeutet, die Ketonkörper, die euer Körper selber herstellen kann, sind synthetisch hergestellt worden, oft oder meist im pflanzlichen Bereich. Und die könnt ihr exogen zu euch nehmen, in verschiedenen Darreichungsformen. Nun ist es so, dass gerade exogene Ketone einen sehr, sehr schlechten Ruf haben. Warum? Weil sie sehr häufig über Multilevel-Marketing vertrieben werden und es leider sehr häufig recht schlechte Produkte sind, die natürlich in den Himmel gelobt werden, sehr teuer verkauft werden, um die Marge in diesem Multilevel-Marketing-System finanzieren zu können. Und auch bei uns gibt es leider schon diese Systeme. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut bitte ganz genau, was für exogene Ketone ihr euch holt. Was passiert denn, wenn ich exogene Ketone zu mir nehme? Wenn ich exogene Ketone zu mir nehme, habe ich im Prinzip einen weiteren Energieträger, der vor die Produktion meiner eigenen Ketonkörper geschaltet wird. Das heißt, es kann zum einen den Glukosespiegel etwas runterbringen. Ich habe einen neuen Energielieferanten. Allerdings wird auch meine eigene Ketonkörperproduktion eingestellt oder wenigstens reduziert. Aber es ist auch bewiesen, dass sobald diese exogenen Ketone weg sind, der Körper sich fragt, wo sind meine Ketone, und die eigene Produktion etwas anreichert. Das heißt, man produziert schneller Ketone nach. Jetzt ist die Frage, macht das Ganze Sinn? Ja, macht es. Aber es ist relativ viel dazu zu sagen und wie gesagt, ich versuche es möglichst einfach zu halten. Über exogene Ketone wird oft gesprochen wie über Kreatin 2.0. Das heißt, ich habe einen neuen Energieträger, der sehr häufig im Sport angewandt wird oder auch sogar im Militär. Gerade die amerikanischen Kampftaucher experimentieren seit Jahren mit exogenen Ketonen mit herausragenden Resultaten. Jetzt sind die wenigsten von uns Kampftaucher oder Hochleistungssportler. Macht es Sinn, exogene Ketone zu nehmen? Auch da kommt es wieder ganz stark darauf an, was ihr damit erreichen wollt. Was ihr nicht schaffen könnt, ist, über die exogenen Ketone stärker in die Fettverbrennung zu gehen. Das ist ganz häufig getestet worden, funktioniert nicht. Auch schneller in die Ketose zu kommen, ist damit auch nicht möglich. Eher das Gegenteil ist der Fall, weil ich meine eigene Ketonproduktion runterfahre. Ein Einsatz zum Beispiel ist aber, wenn ich den sogenannten Keto-Flu habe. Das heißt, ich versuche in die Ketose zu kommen, mir geht es schlecht, kann man mit exogenen Ketonen etwas überbrücken und einfach mal die ersten Symptome wieder rausnehmen. Eine weitere sehr gute Einsatzmöglichkeit ist als kurzer Energieträger. Wie gesagt, es funktioniert so ähnlich wie eine der bekanntesten Supplements der Welt, wie Kreatin. Es kann euch kurzzeitig Energie geben. Das heißt, habt ihr ein gewisses Down, könnt ihr, egal ob ihr Keton lebt oder nicht, mit diesen exogenen Ketonen, wenn sie gut sind, eine kurze Energiesteigerung haben. Es ist im Prinzip wie ein kurzer Energy Kick. Ich selber habe exogene Ketone im Schrank. Ich nutze ab und zu exogene Ketone oder auch wenn ich Freunde habe, Bekannte habe oder Familie habe, denen es schlecht geht, kann ich mit exogenen Ketonen helfen. Auch wenn ich zum Beispiel in der Diät bin und ich habe mal Hunger, ich kann ein exogener Ketondrink das Hungergefühl senken und es einfacher machen, in der Diät zu bleiben. Wie ihr also seht, es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für diese Ketonkörper. Sie machen schon Sinn, aber es wird häufig mehr versprochen als das, was es wirklich hält. Es wird euch nicht schneller in die Ketose bringen. Es wird euch nicht helfen, hunderte Kilo Gewicht zu verlieren. Und es wird euch auch nicht helfen, zum Supermann oder Superfrau zu werden. Das tut es definitiv nicht. Es kann euch unterstützen, wenn ihr wisst, wie. Ich habe euch gesagt, wo es Ansatzmöglichkeiten gibt. Da macht es auch wirklich Sinn. Alles andere muss ich leider verneinen.